Willkommen heute zu einer weiteren Wochenüberblick mit Clicker, Idle und Incremental Games. Und das erste in der Liste ist wieder Clicker Heroes. Ein Announcement? Nee. Ich denke, das ist nicht notwendig. Ihr habt ja auch so Announcements in das Spiel untergebracht. Das reicht ja. So, als erstes gilt es jetzt natürlich gleich mal die Christmas-Kugel zu plündern, beziehungsweise den Tannenbaum aufzurufen. Und dann gehe ich gleich mit euch durch, was jetzt die Woche gebracht hat. Und gleich schon mal ein Ausblick. Ich habe in der Woche jetzt 58 Antika-Seelen bekommen, die ich jetzt natürlich dann mit dem Reset auch gleich wieder ein Überwelten-Reset mit euch machen werde und euch ein bisschen erzählen werde. Ja, wie sieht es denn jetzt aus, meine weitere Planung und der aktuelle Status? Aber wie gesagt, erstmal den Weihnachtsbaum plündern und dann geht's weiter. Weil zur Weihnachtszeit ist natürlich besonders praktisch mit diesen vielen, vielen Paketen, weil man dann unglaublich viele Relikte bekommt und dort eine ganz gute Auswahl bekommt, um dann sowohl welche zu verschrotten natürlich, damit man genug Auflevel-Punkte bekommt und vor allen Dingen auch, dass man die passenden Items bekommt. Weil im Moment habe ich es auf jeden Fall auch wieder geschafft, genug zusammenzubekommen, die zumindest Kuma Wakamaru entsprechend pushen und damit mir hier einen Bonus von minus 13 Monstern aktuell bescheren. Und natürlich ist es Minimum auf 2. Aber das heißt, da wo ich jetzt aktuell bin, ist es so, dass ich also eigentlich noch mehrere tausend Level weiter nach oben könnte, ohne dass diese Mindestzahl von 2 wirklich erreicht werden würde. So, jetzt hier, na super, die sterben schon wieder wie die Fliegen. Sehr praktisch. Zumindest in der Hinsicht, dass ich den jetzt wieder beleben kann und dann schon mal die eben dort weiter an einem Achievement arbeiten kann, damit eben auch die ganzen Belebungen und Sterbemissionen für die Mercenaries letztlich erfüllt werden. So, hier ist jetzt natürlich die Frage, ob ich hier die Zuckerstange dafür aufgebe oder eher an der Stelle nicht, auch wenn es ein Rar ist, weil 140 Rubine werde ich auf jeden Fall nicht ausgeben und an der Stelle werde ich ihn dann eher begraben und werde ihn dann jetzt losschicken, dass er mal wieder einen neuen Söldner holt. Dann muss ich da keine 40 Diamanten ausgeben, um einen neuen zu rekrutieren und mache das einfach im Team selber. So, hier jetzt nochmal das dunkle Ritual bloß gestartet und dann gilt es jetzt schon hier weiter zu schauen. Also im Moment die Treasure Chest Chance liegt bei 44%, ist also auch noch ganz annehmbar. Und die Prima Chance bei 93%. Das heißt, es könnte natürlich ein kleines Update gebrauchen, dass ich dann tatsächlich wieder über 100 komme, was ich für die ersten Level natürlich dann bin. Und mit der Bossgesundheit und Boss-Timer, da gehe ich nachher gleich noch ein bisschen genauer ein. Jetzt machen wir erstmal die Geschenke auf. Und immerhin 7 Relikte dazu. Den Labelmarker hatte ich ja beim letzten Mal schon ausprobiert, der letztlich hier nur die Namen ändert, wozu ich aber letztlich keinen Grund sehe, da ich ja das Leroy Jenkins Achievement schon erfüllt habe. Da muss ich nicht mit den Namen rumspielen. Und hier seht ihr inzwischen auch die Spike Knocked, die eben einen Bonus geben auf diese Klicker pro Sekunde, also auf die automatischen Klicker. Und dass die sich aber nur eine Stunde auswirken, auch wenn sie dann einen sich steigernden Effekt haben. Aber ich habe aktuell 4 und weiß jetzt eigentlich keinen Grund, warum ich die tatsächlich einsetzen sollte, weil zum einen sind sie ziemlich knapp und der Bonus ist mir nicht wirklich so ganz klar. Und hier habe ich jetzt natürlich gleich einen Kuma Waru Bonus, der meinen besten übersteigt. Das ist wie gesagt der Vorteil der Weihnachtszeit. Man kriegt doch ziemlich gute Auswahl an Relikten. So, der kommt weg. Der kommt ebenfalls weg. Da ist letztlich nichts Spannendes soweit dabei. Aber ja, jetzt ist natürlich nur die Frage, ob ich hier die doppelten Rubine drin lasse oder ob ich lieber die Treasure Chest Boni drin lasse und das goldene Klicken. Weil das goldene Klicken ist nämlich ziemlich spannend, weil es inzwischen jetzt eine andere Strategie ermöglicht, als ich vor dem Update gefahren bin. Und zwar kurz zur Wiederholung, was war meine Strategie? Ich hatte natürlich dann auf dem maximalen, in dem Fall eher Tosuri als Skogur, den ich bis dahin noch nicht freigeschaltet hatte, so weit gemacht, dass ich hier auf maximal Idle-Modus gegangen bin. Danach, wenn der Idle-Modus nicht mehr in der Lage war, die Bosse zu killen, dann habe ich die Klicker aktiviert und habe natürlich mit den Klickern dann erstmal abgewartet, bis hier ein ordentlicher Bonus zusammengekommen ist.
Im Moment ist es ja so, dadurch, dass sie jetzt sich auch noch verstärken und nicht linear klicken, habe ich jetzt hier schon mehr als 100.000 zusammen. Auf jeden Fall war meine Vorgabe auch immer, dass ich eben hier mindestens diesen 5er Multiplikator, also dieses Exponent hoch 5 erreiche, also mindestens 100.000, bevor ich dann mit meinen Pushes anfange. Das heißt, ich setze dann hier diese ganzen Fähigkeiten ein, um natürlich nochmal die nächsten Bosse zu killen. Das hat ganz gut funktioniert, erstmal so ein bisschen Push zu machen, und dann war das Wichtige, letztlich die Klicker rauszunehmen. Weil es ist ja so, nach einer Minute wird der Idle-Modus wieder aktiviert, aber die Combo-Multiplikatoren bleiben 5 Minuten stehen, bevor die sich wieder abgebaut haben. Und dann ist es so, dass ich dann das Ganze natürlich nur angefangen habe, wenn ich hier wenigstens irgendwo eine Ruby rumliegen hatte. Und sobald der Idle-Modus an war, die Ruby klicken, weil dann ist der ganze Goldbonus aktiv gewesen. Und dann konnte ich hier mehrere hundert Level von meinem letzten Helden nochmal aufleveln, während die Klicker aktiv war, eigentlich kein Geld reingekommen ist. Weil es gab nämlich nur, weil der einzige Bonus, der dort nämlich diesen hohen Wert ermöglicht hat, war letztlich hier Libertas mit dem Gold für Monster, aber der ist halt nur aktiv, wenn eben keine Klicks in den letzten 60 Sekunden waren. Und das war wichtig, dass eben die Ruby mit dem Idle-Bonus gemacht worden ist. Aber das ist jetzt dank dem neuen, dank Zaster, ist das nicht mehr notwendig. Auch wenn die hier ein bisschen unterschiedlich von den Faktoren sind, muss man sich auch ein bisschen anschauen, wie hier die Faktoren letztlich untereinander verteilt sind. Weil der eine sagt ja nur, direkter Multiplikator ist für das Monster-Gold und der hier ist ein Multiplikator für das Klicken. Ihr seht jetzt, hier steht ein Klickbonus von 1500%, also ich bekomme sozusagen pro Klick 1500 hoch 24 Prozent vom Monster Gold, und deswegen der Wert hier ist eigentlich ein Faktor auf dieses 1%, während bei Bossen eben mit 0,1% gearbeitet wird. Und das ermöglicht jetzt, dass ich eben so eine Ruby nicht mehr klicken muss, erst wenn der Idle-Mode ist, sondern ich kann die direkt jetzt schon klicken, das ist egal. Weil das Einzelne, was nämlich relevant ist, so, jetzt gucke ich mal, was die hier jetzt noch für Boni drauf haben. Und ihr seht, es geht im Moment noch relativ langsam. Mal gucken, ob jetzt gleich eine Treasure Chest auftaucht, im Moment noch nicht. Aber jetzt aktiviere ich hier erstmal den Doppelbonus und dann eben auch die anderen. Und das Schöne ist, dass hier tatsächlich dann, wenn der jetzt mal noch ein Stück weitergekommen ist, noch so viel Geld zusammenkommen sollte, also dass sich hier überhaupt irgendwas bewegt. Und im Moment ist es noch relativ wenig, aber ich hoffe, dass er noch ein paar Level schafft, weil ich bin schon ziemlich am Ende. Ich habe diesen Push schon ein-, zweimal jetzt in dieser Runde gemacht, weswegen ich auch das Maximallevel bereits überschritten habe, das ich vorher hatte. Ihr seht, hier bekomme ich jetzt eine neue Vergoldung. Und je weiter ich hier natürlich komme, also im Moment ist es ziemlich flott, weil natürlich auch die Multiplikatoren hier immer noch ansteigen. Aber das Relevante wäre hier nochmal einen Bonus zu bekommen, aber das bekomme ich jetzt erst bei 1 hoch 68, das könnte knapp werden. Aber ich habe letztlich 3 Minuten Zeit oder sogar noch länger. 5 Minuten habe ich, bis die Timer abgelaufen sind, das heißt, da kann man noch eine ganze Weile rumklicken. Ja, das klappt, hier klappt es tatsächlich mit den Zeiten jetzt nicht mehr für den Boss selber, weil das ist dann zu knapp. Aber dann kann ich hier schauen, dass ich hier noch eine Chest bekomme und die hoffentlich dann so weit geklickt wird, dass ich vielleicht den Multiplikator doch noch erreiche. Und da ist halt der Vorteil, deswegen werde ich das auch nochmal leicht anheben, die Treasure Chest Chance. Mal gucken, welcher war das? Ich glaube Dora. Dora sollte derjenige sein, der den Treasure Chest entspricht. Das hier war das. Timaeus. Genau, also Timaeus ist Dora, er ist der Treasure Chest Multiplikator und deswegen ist er auf jeden Fall der Richtige, da noch einen kleinen Bonus drauf zu hauen, dass diese Quote hier noch ein bisschen zunimmt. Und jetzt bin ich knapp drüber. So, dann schauen wir mal, wie es jetzt bei dem Boss gleich aussieht. Also es geht spürbar schneller und der Boss ist jetzt auf jeden Fall noch Geschichte. Und jetzt ist natürlich, kommt es ein bisschen drauf an, wie gut das jetzt danach noch weiterläuft. Viel Zeit habe ich jetzt nicht mehr. Die wird mir jetzt langsam auslaufen. Aber für einen so einen Push nochmal am Ende reicht es auf jeden Fall, um nochmal ein paar Level anzuheben. Und dazu auch hier
Es ist unglaublich, wie am Anfang das Ding losmarschiert ist mit den Exponenten, wie schnell ich hier auch in diesen Stufen immer noch, hier zum Beispiel 700er Exponenten, 710er Exponenten weitergekommen bin. Hier hat es dann langsam abgenommen, wo ich dann auch in den Bereich gekommen bin, und zwar meine gesamten geopferten Heldenseelen. Das heißt, ich habe ein Vielfaches der Heldenseelen, die ich bisher zusammenbekommen habe. Das heißt, damit ist jetzt auch klarer, was bedeutet es, dass diese Grenze aufgehoben wurde. Weil vorher konnte ich halt, dadurch, dass ich ja immer nur irgendwie so 2-3% oder so weiter von dem hier bekommen habe oder was da so die Beschränkungen waren, war das natürlich deutlich weniger. Und der nächste Schritt ging halt, was man hier sehr schön sehen kann, ich habe halt hier so um 250 jeweils geschafft, also 2 Zehnerpotenzen mindestens, weiterzukommen. Und hier seht ihr jetzt gerade schon, was der Unterschied sein wird zwischen der 38er, also der 17. mit dem vor 1 hoch 1,10 und hier jetzt die erste Transcension mit dem 1,10er Update. Ich bin mal gespannt, wie schnell dann dieser Multiplikator danach wieder hochgeht. Das heißt, wenn ich jetzt um 12 Zehner Potenzen da hochgeschnellt bin, ob das jetzt tatsächlich in dieser Geschwindigkeit beibehalten bleibt. Oder sich sogar eben sogar noch weiter beschleunigen lässt natürlich. Er ist jetzt 5 Minuten unterwegs, das heißt, jetzt sollte er in 20 Sekunden dann wahrscheinlich spätestens zu Ende sein. Also der nächste wird nicht mehr erreicht werden jetzt hier. Und dann können wir uns an die Planung machen, wie nämlich jetzt die nächsten Updates aussehen. Also ich bin jetzt hier gerade über die 16.000 gekommen. Das heißt, ihr seht jetzt hier, das Minus 13 hat sich jetzt nicht sehr stark verändert. Das wird dort immer noch so angezeigt. Die Klicker kann ich jetzt mal für den Moment ausmachen, weil ich brauche sie jetzt nicht mehr. Die haben ihre Aufgabe soweit erfüllt. Also die Treasure-Chest-Songs, wie gesagt, das wird bei dem nächsten Reset auf jeden Fall ein Punkt sein, hier eine Verstärkung für Dora zu machen, was im Endeffekt hier auch kein Problem ist. Die kriegt gleich einen 100% Bonus und das auf dem Wert von für gerade mal 2 Antiker Seelen. Und hier muss ich dann auch noch schauen, also der Bonus ist im Moment bei 100%, das heißt, der eigentliche Bonus Treasure Chest liegt aktuell bei 22%. Und hier fällt es jetzt noch nicht so stark ins Gewicht, weil natürlich dann es trotzdem auf 66% steigt. Aber bei den nächsten Updates wird es relevant, weil nämlich ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel Überlegung, soll ich Kuma Kawaru schon mal vorsorglich hier noch weiter ausbauen? Ich glaube, dass der Wert, der weggenommen wurde, genau, ich muss ein Monster mehr pro Zone bewältigen, jeweils für 500 Level. Das heißt, es sind noch locker 6000 Level, bevor ich irgendwo in einen Bereich komme, wo das mal an die 2 wieder rankommt. Also eigentlich sind es 15 mal 500, das heißt 7500 Level kann ich noch weiter nach oben, bevor das relevant wird. Das heißt, aktuell lohnt sich kein Update für Borg, weil ich gehe davon aus, dass ich bis dahin wahrscheinlich eh den nächsten Reset noch machen werde, um so viele Level nach oben zu steigen. Dann wäre die Überlegung Admin. Okay, die Chance auf Primalbosse, genau. Also die Chance auf Primalbosse ist im Moment bei 91%. Die möchte ich ganz gern möglichst weit noch über 100% halten. Und hier ist es jetzt nämlich wichtig, sich die Chancen anzuschauen. Also die hier steht jetzt 130% ist der Faktor. Wenn ich mir das nämlich dann jetzt anschaue, ist natürlich die 130% Bonus, wirken sich hier dann deutlich geringer aus. Also nochmal, die Steigerung ist um 100%. Das heißt, genau, der Multiplikator ist 1, also die Hälfte ist es im Moment. Das heißt, der Wert, der Basiswert ist 65 und der 65 wird dann eben, steigt eben nicht 130 um 25%, sondern der 65er steigt dann eben um den Faktor 1,25, der dann eben dazukommt. Also das ist ein bisschen aufzupassen, wie die Anstiege tatsächlich sind. Die fallen nicht so gravierend ein, weil die Prozentwerte sind natürlich immer additiv. Weil es sind nicht nochmal 25% on top, sondern nur der Basiswert wird statt um den Faktor 1 um den Faktor 1,25 erhöht. Aber deswegen, also Admin bekommt auf jeden Fall noch eine Ergänzung, damit die Primalchance steigt. Der Boss-Timer selber lohnt sich an der Stelle nicht. Das war zwar jetzt knapp, weswegen ich den Boss ja schwieriger nicht so ohne weiteres geschafft habe. Aber mein größeres Problem ist eher dann eben DPS zu bekommen. Es ist nicht sinnvoll, diesen Timer hochzukriegen,
Weil Kronos, kann ich mir mal anschauen, der hat jetzt auch einen Faktor von 1,5 auf den Basiswert. Und der liefert aktuell nur Zeiten von, also Kronos liefert aktuell Zeiten von knapp 75 Sekunden. Und da ist ein Faktor von 1,5 bereits drin. Also bei 75 Sekunden ist der Basiswert in Wirklichkeit nur 30, wo dann eben der Faktor von 1,5 dazukommt. Und wenn der jetzt um, wie teuer ist jetzt der nächste und was bringt er? Also der nächste kostet 3 Einheiten und bringt halt 75% mehr. Das heißt, der erhöht sich dann eben nicht um, also 75, wenn ich jetzt davon ausgehen würde, das wären einfach 75% mehr, dann würde ich erwarten, dass der Wert auf 131 steigt. In Wirklichkeit wird der Wert aber, mal gucken, 30 mal 3,25, wird der Wert halt nur auf 97 steigen. Also es ist ein deutlicher Unterschied. Deswegen ist es wichtig, daran zu denken, dass das immer von den Basiswerten losgeht und nicht von dem aktuellen Wert. Deswegen lohnt sich das aus meiner Sicht nicht, für die paar Sekunden dort und erst bei den höheren Ausbaustufen in Kronos zu investieren aktuell, sondern eben wenn dann viel mehr in hier in die DPS, ein bisschen was hier in Ponyboy, damit ich da natürlich noch einen leichten Faktor mehr habe, aber entscheidend ist, dass ich in die hohen Level komme, weil je höher die Level sind, desto stärker wirkt sich die Transzendenz Power aus und das ist eigentlich das Entscheidende. Deswegen, also erster Fokus jetzt beim Reset ist natürlich hier wieder mindestens ein Level in die Senkung der Inzidenz wieder. Dann mal sehen, wahrscheinlich erstmal 2 Level hier in den Idle-Bonus und ein komplettes 10er-Paket in den Pandoros und dann gucke ich mal, was noch so über ist mit dem dann noch. Also ich werde mal schauen, was ich jetzt dann alles so ausgeben kann und wie viele Punkte ich noch über habe dann. So, meine Mitglieder sind inzwischen, ist auch jemand dazugekommen, neuer im Team und die sind jetzt schon ganz ordentlich dabei, nach dem Patch jetzt auch aufzusteigen. Und ja, da schon mal schöne Grüße an alle und viel Erfolg beim Weitermachen. Ich hoffe, dass meine Tipps euch da noch weiter Hinweise geben, wie ihr hoffentlich möglichst ideal hier weiterkommt. Ansonsten, ihr seht also, auf jeden Fall ist Zaster mit sehr, sehr wichtig geworden, einfach um eben diesen Push-Vorgang am Ende nach dem Idle und dann dem Einsatz der Klicker nochmal zu ermöglichen, weil eben dadurch dieses goldene Klicken tatsächlich inzwischen so konkurrenzfähig ist, dass es tatsächlich noch einen relevanten Beitrag liefert, was es halt vor dem Update nicht gemacht hat, weil eben der Idle-Bonus so viel höher war und sobald der weggefallen ist, gab es keinen großen, also hat man mit dem Klicken kein Geld mehr verdienen können, was auch nur irgendwie relevant wäre für Updates. Ihr seht im Moment hier eben mit Kumakawarum hat insgesamt schon aktuell 55 Minus, was noch nicht aufgebraucht ist und deswegen brauche ich da, wie gesagt, kein weiteres Update. Was noch interessant wird, wird eben hier die Chance auf die Urbosse und machen jetzt erstmal die letzte den letzten Aufstieg. Dann mache ich noch den Export. Achso, hier vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Also Tuzuri ist, bietet noch Gold-Boni an, neben seinen eigenen Schadensboni. Und Skorgur, den ich jetzt noch gar nicht so weit hatte, weil ich hatte den, auf 4000 hatte ich noch nicht. Also der hat im Moment nur sich selbst als Bonus. Mal gucken, was hier als letztes dann noch kommt. Aber das werde ich jetzt beim nächsten Überstieg dann auch wieder bekommen. Und hier ist jetzt nochmal, ich habe im Moment keine Ahnung, wie viele Heldenseelen ich tatsächlich für eine weitere Seele brauche. Eine bekomme ich auf jeden Fall und mal gucken, wie viel dann als Restwert von den 1,5 hoch 50 letztlich stehen bleibt. Ja, die anderen habe ich gar nicht mehr ausgegeben. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr einnehmen können, aber ist jetzt nicht mehr so wichtig. Ich hatte eh bloß gewartet, dass ich heute mit euch zusammen den Reset mache. So, der Standard, wie gehabt, wäre jetzt einfach hier die 100er voll zu machen, dann so weit zu spielen oder letztlich dann mit Jörn-Tuntheimer so lange aufleveln zu lassen, bis ich dann zu Skorgur komme. Also beziehungsweise erst zu Suchi, der das dann übernimmt, weil Kaido habe ich inzwischen tatsächlich ausgeblendet. Das heißt, der ist irrelevant geworden, weil die Boni für Betty und Midas für mich nicht mehr wichtig sind. Weil ich kann tatsächlich den Yuntun-Timer so lange aufleveln, dass ich Tuzuri erreiche und dann kann ich Tuzuri weitermachen, bis ich Skorgur bekomme. Also
das ist schon sehr spannend, wie weit da inzwischen einfach die Boni laufen. So, also jetzt nochmal den Export, damit ich hier auch nochmal die Vergleichszahlen habe, weil leider die Extension ja gelöscht werden, sobald ich da den nächsten Aufstieg gemacht habe. So, das ist jetzt die 18 und sozusagen eigentlich in einer Rekordzeit. Und deswegen habe ich auch leichte Bedenken, wie lange das Spiel jetzt tatsächlich noch laufen wird. In der Hinsicht, also dass es für mich interessant ist, also nicht wie lange das Spiel läuft, sondern wie lange ich das Spiel noch spielen werde. Weil mein Ziel ist es, zumindest alle Achievements zu bekommen. Und das sollte jetzt nicht mehr allzu lange hin sein. So, die Transcension. Ihr seht also hier nur 182 Stunden letztlich, die ich jetzt gespielt habe. Seitdem ich zuletzt mit euch den Aufstieg gemacht habe. Ist ein bisschen länger her als genau 7 Tage, aber so wenig Aufstiege habe ich noch nie gebraucht. Und der Unterschied ist wirklich exorbitant. Und hier natürlich auch die Zonen, während ich hier nur in relativ kleinen Einheiten wirklich weitergekommen bin, sind es jetzt wirklich 4000 Level, die ich weitergekommen bin, allein mit den, ja, allein durch das Update und durch die neuen Mechaniken dort drin. Also dann das große Überschreiten. Ich muss meine anderen nicht zurücksetzen. Genau, also ich habe jetzt 2 zusätzlich bekommen, habe jetzt insgesamt 60. Also ich muss sie nicht einschmelzen, weil ich bin mit der Strategie jetzt im Moment ganz gut gefahren und werde schauen, dass ich die halt jetzt weiter ausbauen kann. So, jetzt habe ich natürlich das Achievement geschafft, weil klar, mit dem Bonus habe ich jetzt meine 200 zusammen. Das heißt, auch dem 500er komme ich jetzt wahrscheinlich in großen Schritten näher, wenn das jetzt so bleibt. Wenn ich jetzt jede Woche 50 antike Seelen schaffen sollte, wären das gerade mal noch 5 Wochen. Dann hätte ich zumindest die antiken Seelen zusammen. Und es wird dann tatsächlich wohl so werden, dass diese beiden Achievements aus meiner Sicht die am längsten dauern werden, weil ich brauche hier noch 54 Söldner, die ich begraben kann. Dazu müssen die erstmal sterben und noch viel, viel mehr muss ich wiederbeleben. Das heißt, noch 270 Söldner müssen in einem Bereich sterben, in dem ich bereit bin, diese Heldenseelen auszugeben. Und mit den Zuckerstangen ist das Ding bisher leider unglaublich knausrig. Ich hatte letztes Jahr, glaube ich, 12 Zuckerstangen insgesamt in dem Weihnachtsevent eingesammelt. Aber im Moment sind es auf jeden Fall noch extrem wenig. Und ich hoffe, dass da noch ein paar dazukommen, dass ich die halt dann auch nutzen kann, um letztlich höherstufige, für die, dass sich das mit den Diamanten einfach nicht lohnen würde, nochmal wiederzubeleben. So, und ansonsten, wenn ich jetzt 4000 gemacht habe, das heißt nach der nächsten Übersteigung theoretisch, wenn das so bleibt, kann ich dann schon das nächste Achievement, das ist den 2000er vervollständigen und dann 2-3 Wochen später wäre der 30.000er geschafft. Also in 5 Wochen sind eigentlich dann bis auf diese beiden Achievements wahrscheinlich alle erledigt. Aber schauen wir mal, ob das so bleibt, ob ich mit meiner Voraussage richtig liege und ob meine Strategie hier weiter aufgeht. Also als erstes die Antiken senken, dass die Kosten weiter gesenkt werden. Und dann hatte ich gesagt, ich will 2 in die Inaktiven reinmachen. Den hier machen wir jetzt gleich schon mal bis 40. Dann einmal in die Helden, also in die Urheldenseelen. So, Kumakawarum hatte ich gesagt, verzichte ich, weil da hatte ich noch im Blocker für 6000 bis 7000 Puffer, dass ich da ohne Probleme das erreichen kann. Edmund habe ich gesagt, dass ich ihn nochmal als Bonus für die Wahrscheinlichkeit der Urbosse nochmal einen Bonus draufsetze, nochmal das ein bisschen erhöhe. So, Kronos ist uninteressant, das Schwächen der Heldenbosse ist uninteressant, also dass die weniger Leben haben, also dass die da weniger Leben haben, das ist nicht so relevant. So, dann kann ich hier jetzt auch schon mal gleich aktivieren und das automatisieren lassen. Es geht ja bloß darum, dass dann hier die einzelnen Boni aufgetaucht, eingesammelt werden. Und ihr seht, es geht schon ziemlich flott jetzt mit den Klickern und so weiter. Ich denke, die werden in ein paar Minuten, werden wir Level 100 erreicht haben. Und dann können wir gleich mal schauen, wie viele Seelen wir am Anfang einsammeln. So, also hier unten weiter. Also Bubos und Kronos bekommen kein Update, weil sie jetzt keinen so großen Bonus bringen. Dora hatte ich gesagt, für die Schatztruhen kriegt noch ein Update, damit es noch ein bisschen höher wird. Und ansonsten habe ich jetzt noch 11 Seelen über. Das heißt, den Urhelden-Multiplikator kann ich nochmal anheben oder den Inaktiv-Boni. Dann mache ich hier lieber die SBS, einfach weil ich glaube, dass das hier zum Pushen noch mehr bringt.
und dort einfach die restlichen Antika reinzusetzen, sodass ich tatsächlich von den 3.400 Bonus auf 5.200 nochmal einen spürbaren Plus bekomme. Und mal gucken, wie weit mir das dann am Ende auch hilft. Der hier muss auch nachträglich reingekommen sein, weil als ich meine Folge gemacht hatte, war der noch nicht da. Aber so ist es auf jeden Fall gut, dass man jetzt überhaupt eine Information hat. Also ihr seht so die Basiswerte, klar, 10 Personen. Ich habe ja auch noch keine Antika freigeschaltet, 1% Treffer-Chance. Die Prima-Chance liegt jetzt hier bei 25%. Und der Boss-Timer ganz normal 30 und 10-fache Gesundheit. Und das wird sich dann eben nach und nach mit den Antiken natürlich ändern. So, hier jetzt mal dann das soweit glatt ziehen, bis alle Fähigkeiten gekauft werden. So, dann kann ich gerade schon mal, da die Gilde ja schon wieder verfügbar ist, kann ich hier auch gleich noch den Raubzug dann machen, weil natürlich habe ich nicht 4 Seelen eingesammelt. Aber dann kriege ich nämlich heute gleich wieder ein paar Seelen, mit denen ich dann schon mal einsteigen kann. Das Spannende war nämlich auch, nachdem ich natürlich den ersten Reset gemacht hatte und dort unglaublich viele Seelen schon bekommen habe, im Verhältnis zu den ja, vorher hoch 38, jetzt hoch 50 und natürlich auch ist die überwältigende Macht gestiegen. Das heißt, ich hatte eine ganz große Anzahl von Überkills. So, alle Klicker mit zu mir und Angriff auf den Boss. So, also ihr seht, es geht auf jeden Fall noch zügig genug, dass der Titan fällt. Level 167 habe ich jetzt inzwischen erreicht. Ich glaube, in den 130ern war ich vor dem letzten Update. Und eben jetzt hier schon den ersten Überkill. Den zweiten werde ich auf jeden Fall noch schaffen. Und ich bin mal gespannt, mit was für einem Faktor ich nachher dann auflaufe, wenn ich hier so die ersten 2-3 Resets gemacht habe und letztlich die ja, hoch 50 Heldenseelen deutlich überbiete. So, der ist soweit durch. Und hier greift jetzt natürlich die Beschränkung. Die Mindestanzahl ist zwar 4. Genau, also die Mindestanzahl ist 4, die würde ich jetzt auf jeden Fall bekommen. Und könnte damit schon mal einen Blick auf die Helden, auf die Antika werfen, aber das brauche ich jetzt an der Stelle noch nicht. Sondern warte ich jetzt mal noch ein bisschen ab, bis ich den ersten Reset gemacht habe und einmal oben durch bin. So, einen jetzt wieder hier auf automatisch klicken. Und dann geht es jetzt hier wieder weiter. Zumindest alle Fähigkeiten freizuschalten. Auch wenn ich alle übergreifende Fähigkeiten mitbringe. Achso, jetzt ist es wieder weg. Das heißt, ganz am Anfang scheint das Ding noch deaktiviert zu sein. Und wird dann erst später aktiviert. Oder wieder aktiviert. Mal schauen. Achso, genau. Also nochmal zu den Belohnung, also im Moment greift eben die Regel, also Minimum sind 4. Ansonsten hat die Berechnung aber so, dass man maximal 10% seiner Heldenseelen, die man aktuell eingesammelt hat in der aktuellen Welt, kann man bekommen. Und erst wenn man die, also wenn man so viele Heldenseelen gemacht hat, dass der Boss mehr liefern würde, dann gibt es auch irgendwo eine Maximalgrenze je Boss, die dann halt auch nicht mehr überstiegen werden kann. Aber das deckt sich meistens relativ nah. Das heißt, wenn ich zumindest im Moment mit meinem Klicker es 3 Anläufe bräuchte, um so einen Boss zu killen, mit dem Titanschaden und den Klickern und meinem Autoklicker noch dazu, dann bekomme ich meistens immer noch knapp dann so viel, wie es halt den 10% entspricht. Aber mehr kann halt ein Titan auf jeden Fall nicht liefern als 10% zu den Heldenseelen, die man selber schon eingesammelt hat. Und ja, jetzt sind wir schon bei den ersten Einzug 9. Das heißt, auch die ersten Goldenen werden jetzt dann gleich zurückerstattet. Und es sind schon 8000 Heldenseelen jetzt für das erste Reset auf jeden Fall verfügbar. Das Einzige ist natürlich jetzt ärgerlich, dass jetzt dieses Fragezeichen nicht mehr angezeigt wird. Weil sonst könnte ich jetzt nämlich nochmal nachschauen, dass hier eben diese 25% Primal-Boss-Chance ist. Und das Interessante ist nämlich auch, neben den normalen antiken Beschwörern, mal gucken, also den Gold-Klicker habe ich am Anfang schon, die Chance auf Urbosse auf jeden Fall auch. Also einen von beiden kann ich auf jeden Fall dann nehmen. Ich denke, ich nehme die Chance auf Urbosse dann erstmal. Aber es gab dann auch, nachdem ich beim zweiten Reset oder dritten Durchlauf gewesen bin, wo ich so viele Heldenseelen zusammen hatte, dass ich einfach alle kaufen konnte, gab es hier tatsächlich einen Button, von wegen alle Antiken kaufen.
Das wäre natürlich praktisch, das gleich jetzt beim ersten Durchlauf zu machen. Solange der hier immer noch im Instant-Kill-Modus ist, könnte sich das durchaus anbieten, den einfach mal so weit laufen zu lassen, bis ich hoch 5, hoch 6 irgendwo in der Dreh habe. Hoch 5 dürfte wahrscheinlich ein bisschen knapp werden. So, das heißt, ich komme jetzt im ersten Durchlauf auch schon ohne Probleme bis zu Jöntun-Timer, der sozusagen nachher dann erstmal die Hauptarbeit übernimmt, bis er die ganzen Vergoldeten überspringen kann. Und dann kann ich auch langsam mal die erste Box öffnen, weil die Sache ist, warum warte ich damit so lange? Einfach damit sich die Goldenen ein bisschen runter verteilen können, weil wenn ich die natürlich gleich am Anfang mache und Jöntun-Timer noch nicht zur Verfügung steht, weil es bekommen maximal bis im Moment bis zum furchtlosen Ritter, alle dahinter können noch keine Goldenen bekommen, weil sie eigentlich nicht freigeschaltet sind. Deswegen habe ich eben gewartet, bis Jöntun-Timer auf jeden Fall auch da ist, um jetzt hoffentlich auch welche abzubekommen. So, ein Viertel ist jetzt schon wieder hergestellt und ja, es verteilt sich überall. Jöntun-Timer hat leider nur 2 bekommen. Ist im Moment nicht so schlimm, weil die Boni sind eh noch nicht sehr hoch, weil es ist ja eh nur Basischance aktuell oder Basisbonus aktuell mit 50% pro Vergoldung. Das wird nach und nach dann aber deutlich steigen und dann kann ich es aber auch ziemlich einfach umverteilen, weil das Geld dafür habe ich auf jeden Fall zur Verfügung. So, das Update kann ich rausmachen. Da kommt jetzt nicht mehr so viel. So, genau, die Mercenaries sind erst nach dem ersten Reset freigeschaltet. Das heißt, das dauert noch einen Augenblick. So, ich denke, ich werde jetzt mal noch 5 bis 10 Minuten laufen lassen, einfach um tatsächlich eine sehr, sehr hohe Heldenseelenmenge gleich am Anfang für das erste Reset zu haben und dann auch möglichst alle Antiken auf einen Schlag dann so freizuschalten. So, die Geschwindigkeit nimmt jetzt aktuell ein bisschen ab, aber jetzt kommt auch erst oder gleich der erste Schadensmultiplikator, womit es wahrscheinlich dann wieder deutlich beschleunigen dürfte. Genau. Der Schadensmultiplikator ist aktiviert und es ist nicht ganz Instant Kill, weil dafür dauert es tatsächlich zu lange. So, die Vergoldungen bleiben erstmal noch verteilt, weil ich jetzt erstmal natürlich die Heldenseelen dann lieber in das andere investieren möchte, aber ich kann noch mal ganz kurz hier den Push anmachen, auch an der Stelle natürlich, auch wenn hier jetzt der nur 30 Sekunden läuft. Das heißt, es sind die letzten 30 Sekunden vor dem Reset jetzt. Also, auf zum Reset und mal gucken, wie viele ich da jetzt dann tatsächlich freischalten kann. Also alle Antiken kann ich noch nicht beschwören, aber erstmal die Chance auf Urbosse auf jeden Fall reinbringen und hier schon mal den Klicker einschalten. So, mal gucken, was habe ich jetzt zur Auswahl? So, Monsterleben ist uninteressant, Detektoren, Schadensbonus, also Schadensbonus als nächstes. Dann hier natürlich schon mal Goldbonus. Jawohl. Bosskampf, goldenes Klicken, SBS-Kombo, SBS-Kombo. Danach goldenes Klicken oder Idle-Bonus, natürlich Gold-Idle-Bonus. Okay, SBS-Schadensbonus ist natürlich noch wichtiger als der Gold-Bonus. Und Mortos, das ist der wichtigste, weil ich hier dann jetzt erstmal schon mal als Sicherheit die Hälfte der Heldenseelen ausgebe. Das heißt 1,4 hoch 6 als Schaden hier in Mortos speichern. So, 1,4 hoch 6, 2,2, passt. Das heißt, die restlichen Heldenseelen kann ich dann einfach auf den Kopf hauen, ohne dass ich da noch irgendwelche Schwierigkeiten befürchten muss, dass ich irgendwie Damage verliere, weil ich ja über die Hälfte an Damage auf jeden Fall erzeugt habe. So, Treasure-Chest, Gold von Monstern. Dann machen wir jetzt hier den Idle-Bonus weiter aktiv und nehmen die schon mal raus, damit natürlich die Idle-Boni greifen können, sobald ich die jetzt hier auch entsprechend aufgelevelt habe. Und genau, das heißt, da lasse ich die jetzt schon mal alleine laufen. Guck mal, was ich mir noch an Antiken dazu hole. Goldenes Klicken, Chance auf zehnfaches Geld, Gold natürlich. Dann DPS per Unassigned, das kann ich auch gleich schon mal dazu nehmen. So, dann nochmal die Treasure Chests. Kronos, Energieschubdauer, Levelaufstieg. So, dann Superklicker oder Goldbonus. Im Endeffekt ist es ja eh nur für einen Durchlauf, weil danach habe ich eh dann alle. Ah, hier ist genau das Richtige. Monster required to advance to the next zone. Der ist wichtig.
So, dann schauen wir jetzt mal, dass ich das verringert bekomme. Also, mal gucken. Dann machen wir erstmal bis Stufe 10. Überhaupt, die können wir sowieso bis Stufe 10 jeweils machen. Okay, jetzt ist er schon... Ach ja, genau, das ist ja der Schadensbonus. Die haben sowieso nochmal einen anderen Faktor. Mal gucken, bis Stufe 100 kann ich die auf jeden Fall auch machen. So, der hier ist Stufe 10, dann ist Schluss. Der auch Stufe 10. So, Chance auf Urbosse natürlich. Soll ja schließlich erhöht werden. Und genau, jetzt habe ich schon eigentlich 3,7 Monster weniger. Dann machen wir noch ein Tausender dazu. So, also es dauert noch ein bisschen, aber schon mal die Halbierung ist ja schon mal interessant. Gleich nach dem ersten Durchlauf. Dann natürlich hier auch bis 100 hatte ich gesagt. Das sind die Multiboni, also die im Endeffekt diesen nicht ganz so steilen Anstieg von den Kosten haben. So, der ist so eine Mischung. Der steigt nicht ganz so schnell an wie diese hier, wo man nur sehr langsam ansteigen kann, aber er steigt schneller an als die normalen Standard. Das heißt, da lasse ich jetzt erstmal nur... Lass man erstmal auf 50 stehen. So, den hatte ich schon fertig. Der ist das gleiche. Der hat etwa auch einen etwas steileren Anstieg als der da. So, da lasse ich jetzt aber trotzdem mal nur 20 stehen, weil ich brauche die jetzt noch, damit ich die anderen natürlich ausreichend bis auf 100 bekomme. Weil so langsam gehen die Heldenseelen tatsächlich schon zur Neige. So, der ist jetzt wieder einer von den sehr schnell ansteigenden, genauso wie die Treasure-Chest-Geschichte. So, deswegen benutze ich die dann auch nicht so oft, weil die, auch wenn die dann jetzt regelmäßig abgedatet wurden, sind die nicht die Basissachen, die wichtig sind, hochgelevelt zu werden. Okay, dann habe ich sie eigentlich soweit. Das heißt, die restlichen kann ich dann jetzt hier weiter ausgeben. So, dann mache ich dich auch noch bis 50 und dann, okay, ein 100er kriege ich da jetzt nicht mehr unter. Dann kann ich hier noch ein bisschen was nachschieben. Gut, das reicht mir für den ersten Durchgang schon. Ja, ich habe jetzt hier natürlich noch gar keine Sachen dazu gekauft. Da kann ich jetzt hier das Ganze schon mal nachkaufen und dann geht es noch sicherlich ziemlich schnell und ziemlich flott weiter. Und dann kommen wir auch ziemlich schnell bis zum zweiten Reset heute. Und natürlich auch jetzt das erste Relikt. Wäre ja lustig, wenn da jetzt gleich noch ein Kumaru auftaucht. Schauen wir mal. Nein, Mortus ist mit drin, SPS ist mit drin und der Klick-Kombo. So, jetzt wäre es schön, wenn das Ding eigentlich schon wieder auftauchen würde, damit ich hier jetzt die Werte anzeigen kann. Ich hoffe, dass das nicht erst passiert, wenn wir jetzt Level 500 überschreiten. So, es hat jetzt keine Stunde gedauert, im Endeffekt den ersten Reset durchzuführen. Und der zweite wird auch nicht lange auf sich warten lassen. Weil ich habe jetzt schon die Hälfte der Heldenseelen wieder, die ich gerade schon eingesammelt habe. In der Hinsicht ist zumindest, bin ich mit meinem Idle-Bild auf jeden Fall sehr zufrieden, dass das so ganz gut funktioniert und dass natürlich diese Push-Mechanik jetzt aufgrund dieses neuen Antiken nochmal anders funktioniert und auch deutlich schneller. Achso, ich habe sie jetzt hier natürlich unten noch nicht, aber den Goldmultiplikator für das goldene Klicken ist einfach super an der Stelle. Genau, also hier seht ihr jetzt noch den Basiswert 1%. Was ja eben vorhin dann schon mit dem anderen Faktor hochmultipliziert worden ist. Und da kommen letztlich dann auch hier die verschiedenen Multiplikatoren ins Spiel. Die sind jetzt natürlich noch verschwindend gering mit kritischer Klickchance. Das steigt noch ein bisschen an. Auf allen Dingen der kritische Klickverstärker wird noch deutlich höher werden, weswegen dann das auch von der DPS sich einigermaßen ausgleicht. Und natürlich das Klicken dann trotzdem dem Idle noch überlegen ist. Zumindest in der Konstellation, wie ich es aktuell fahre. Ich weiß nicht, ob je nachdem, wie man die anders verteilt,
ob es dann so gravierend ist, wenn man eben vor allen Dingen nicht die SPS schafft, um in die höheren Level zu kommen. Weil dadurch natürlich dann dieser überwältige Machtbonus auf jeden Fall eine Begrenzung bedeutet. Das heißt, auch wenn eben diese langsame Begrenzung jetzt weggefallen ist, sodass ich eigentlich hier eben nur langsam in 10er Potenzen ansteigen konnte, also 250er Faktoren, gibt es hier trotzdem eine Begrenzung, was dann eben dieser Multiplikator ermöglicht, basierend auf diesem Wert. Weil der Wert ändert sich ja während der ganzen Welt nicht und deswegen bekomme ich dann zwar unglaublich schnell hier weitere Heldenseelen, aber danach wird es mit Sicherheit, es wird immer ein Ende geben, wo dieser überwältigende Reset notwendig ist. Aber mal sehen, wie viel beim nächsten Mal an Heldenseelen abfällt, also an antiker Seelen abfällt, weil ich gehe nicht davon aus, dass es bei den 60 bleibt, sondern ich denke auch, dass dieser Wert sich dann nochmal spürbar erhöhen wird, weil eben dieser überwältigende Machtfaktor so relevant wird. Weil der irgendwo in den Exponentialelement sich eingerechnet wird und ja auch jetzt nochmal um die zusätzlichen 60 Seelen gestiegen ist. So, während ich jetzt warte, dass die hier mit dem Idol weiterlaufen, kann ich nämlich hier auch schon mal wieder meine Helden optimieren, in der Hinsicht, dass ich die, die ich nicht benutze, einfach zusammenklappe. Also der hat einen relevanten Bonus, der sozusagen übergeordnet gilt. Der schaltet Klickschwarm frei, deswegen brauche ich den natürlich auch. Der hat auch einen Klickschadensbonus. So, sie hat halt nur Schadensbonus auf sich selbst. Das heißt, wenn ich sie nicht verwende, uninteressant. Auch ein Bonus, erweiterten Bonus. Nur Eigenbonus, also weg. Hier SPS auf alle Helden, da darf er weiter mitspielen. Glubschi auch raus. Glückstreffer ist okay. Elsa, keine nützlichen Eigenschaften dabei, die für alle, für das gesamte Team gelten. Barbarella bleibt, Boba bleibt, Metalldetektor ist okay, auch okay. Midas sowieso, mit den ganzen Goldboni ist natürlich sehr spannend. Köstliche Klickdauer und das dunkle Ritual brauche ich ja auch regelmäßig. Und Bushli ist nicht mit dabei, er fliegt raus. Tarzan ist okay, Nofretia ist auch raus. Aphrodite hat einen Skill, der hat auch einen Skill. Und dann ist bloß noch Leonidas, erhöht SPS aller Helden, hat er Glück gehabt, darf er mitspielen. So, ansonsten ist eben Jörntundheimer derjenige, der letztlich die meiste Kontrolle jetzt behält und auch am längsten erstmal im Spiel bleibt. Weil auch wenn ich jetzt hier den furchtlosen Ritter dazu kaufe, hat er nur SPS-Boni auf sich selbst und das ist halt eine ganze Reihe an Leuten jetzt hier, also vom furchtlosen Ritter eben bis die beiden, die Boni haben. Also ab hier wird es dann wieder interessant. Alle anderen haben nur Schadensboni auf sich selber gehabt und deswegen level ich sie dann halt einfach in den nächsten Runden überhaupt nicht weiter mit. Weil im Moment jetzt für den Durchlauf ist dieser Schadensbonus noch relevant oder zumindest hilft er auf jeden Fall. Aber danach ist er eigentlich dann auch schon uninteressant. So, jetzt hoffe ich, dass ab Level 500 gleich das Fragezeichen wieder auftaucht. Na, endlich. Also, was ist jetzt der aktuelle Status? 6 Monster pro Zone. Okay, das ist jetzt natürlich wieder angestiegen, weil ich jetzt gerade den ersten 500 überschritten habe. 6% Trefferchance. 10% zehnfache Monstergesundheit, 28 Sekunden Boss-Timer, weil das ist jetzt auch verkürzt und ich habe die noch nicht drin, dass die einmal erhöht wurde und Primalchance gerade mal bei 47%, wobei wir beim ersten Durchlauf ja nur 25% hatten. Aber jetzt dann der nächste Reset, danach sind dann alle Antiken freigeschaltet und auch, denke ich, auf dem ersten ordentlichen Niveau. Also jetzt erstmal den Reset und dann die Verkürzung, denke ich, ziemlich schnell auf 2 und weniger. Auch wenn sich die weniger natürlich erstmal nicht auswirkt. So, also. Nächster Reset. Heldenseelen einsammeln. So, lasse ich die mal laufen, bevor ich jetzt hier, genau, also hier kann ich Summon All machen jetzt. Und zwar eben, also es kostet 1,8 hoch 5. Das heißt, mit 200.000 hätte man eigentlich alle Hero Souls dann, alle Antiken sofort holen können. Also beim nächsten Mal kann ich mir dann merken, 200.000 Heldenseelen beim ersten Durchlauf einsammeln, dann muss ich mir nicht die Mühe machen, die einzeln auszuwählen, sondern kann einfach sagen, Summon All,
und die Sache ist erledigt. Erstmal, bevor ich die jetzt natürlich weitermache, muss ich den Rest noch auf Mortus verteilen. Also 2,8 hoch 7. 2,8 hoch 7 reicht, wenn ich bis auf 3 gehe. Dann habe ich auf jeden Fall wieder den Schadensbonus, den mir die Heldenseelen einbringen, geschützt. Und hier macht sich eben sehr bemerkbar, dass die Kosten für die Antiken gesenkt werden. Weil dadurch ist es eben so, normalerweise hätte ich 10 Heldenseelen, die mir den Bonus von 11 Heldenseelen geben. Aber so ist es natürlich, dass ich weniger als 5 zahlen muss, um den Bonus von, also beziehungsweise ich zahle 5 und bekomme den Bonus von 11. Das heißt, und da wird der Abstand halt immer größer und deswegen bleiben auch immer mehr Heldenseelen, um dann wieder die anderen, für die anderen Antiken was auszugeben. Und das aus meiner Sicht ist ein sehr großer Effekt und Multiplikator, womit halt diese ganze Sache sich insgesamt dann beschleunigt. So, die auf 10. So, die lasse ich jetzt auch erstmal auf 100. Weil natürlich soll der SBS-Bonus dann möglichst auf die 1000 kommen. So, Kronos bleibt jetzt natürlich aktiv. Das heißt, ich habe jetzt 9,5 Sekunden und kriege jetzt natürlich hier eine deutliche Steigerung. Einfach weil die Anfangsboni so hoch sind. Das ändert sich natürlich später bei den höheren Leveln. Da wird der, kriege ich nur noch Bruchteile von Sekunden gut geschrieben. Aber deswegen, also mit 51 Sekunden jetzt gleich am Anfang, ist das ziemlich unerheblich. So, jetzt muss ich hier mal den Schaden weiter ansteigen, damit es natürlich dann bei Yonto-Timer losgehen kann. Ihr seht, ich level jetzt eben nur noch die auf, die irgendeinen allgemeinen Bonus auch wirklich bekommen. Und Yonto-Timer, ist der schon aktiv? Ne, einer fehlt noch, bevor er dann loslegen kann. Kann ich aber trotzdem schon draufsetzen. Stört ihn ja nicht. So ist jetzt erstmal die Basis eingestellt. Das heißt, alle Antiken sind da und sind in der Grundkonfiguration sozusagen ein- und ausgeklappt. Okay, den kann ich noch einklappen. Der gehört sozusagen nicht zu den Standards, die erstmal hochgelevelt werden, sondern das sind dann diejenigen, die nachgezogen werden, wenn ich mit den anderen soweit durch bin. Also von den schnell ansteigenden ist eben Arterius, also die Chance für die Urbosse, wichtig, und der Kumawakamu für Minderung der Monsteranzahl. Und von denen, die ziemlich langsam hochleveln, Morto steht sowieso immer am Anfang, also er bekommt zuerst die Zuordnung der Hälfte der Heldenseelen, damit auf jeden Fall, beziehungsweise nicht die Hälfte der Heldenseelen, sondern er bekommt so viel Zuordnung, dass der Schaden, den die neuen Heldenseelen ermöglicht hätten, sozusagen mit Mortus abgebildet wird, und dann kann ich die restlichen ausgeben, ohne dass ich Schaden verliere oder Schadensbonus verliere. So, der ist zum Teil nachgeordnet. Also er wird auf jeden Fall erst bedient, wenn alle anderen keinen sinnvollen Upgrades mehr ermöglichen. So, und jetzt mal schauen. Okay, also ein Tausender kann ich auf jeden Fall nicht anheben. Das ist nicht sinnvoll. Das heißt, ich mache erstmal hier nur die Hunderter und bringe die jetzt auf eine Niveaustufe, so 600, 500, 500. So, damit sind die erstmal gleichgezogen, und jetzt geht es darum, die beiden so weit aufzuleveln, bis sie 56.000 erreicht haben. Das ist jetzt relativ schnell, aber den mache ich noch mit. Damit habe ich jetzt minus 6,24, das heißt immerhin noch 6 Monster, aber das steigert sich dann nochmal später. Nach dem nächsten Durchlauf auf jeden Fall deutlich. Und natürlich auch mit den ersten Relikten, sobald ich hier natürlich die passenden Kumawaru-Bonus bekomme. Weil immerhin sind es, wenn ich im jeden wenigstens 5 drin habe, 5 Level, sind das auch nochmal 20 Level, die er dazu bekommt. Und das wirkt sich zwar in den höheren Leveln weniger stark aus, aber es sind mindestens auch 1-2 Monster, was das jetzt gerade am Anfang ausmachen könnte. So, die Chance auf Urbosse liegt im Moment bei 54%, und die werde ich jetzt natürlich auch noch mitgeben und das zumindest auf 58 erhöhen. So, und damit sind im Endeffekt die Heldenseelen schon ausreichend ausgegeben. Und genau, und hier kann ich jetzt eben noch nachrangig die schon bedienen und sagen, okay, du bekommst jetzt zumindest schon mal bis 90 dann den Bonus.
Und die anderen kann ich jetzt so weit drin lassen und sagen, okay, ich gebe Jöntunheimer schon mal noch einen zusätzlichen Bonus. So, also hier ist, wie gesagt, da der auch nur seinen eigenen Schadensbonus hat, lasse ich den schon außen vor, auch wenn er im Moment hier in total immer noch die Stirn bieten könnte. Das ändert sich aber auch dann ganz schnell, sobald ich die Vergoldung nämlich bei ihm zugeordnet habe. Ich habe jetzt kein Problem, die restlichen Heldenseelen auszugeben und damit hier einfach den Bonus schon mal ein bisschen zu bündeln. Und ich denke, nach dem nächsten Reset wird es dann noch deutlich besser werden. Genau, hier steht zwar 4 Monster pro Zone, aber es sind nicht überall, weil es ist natürlich, der Bonus ist krumm. Es sind 6,24, also in einem Viertel der Level ist dann auch nur 3 Monster aktuell. Und ab dem nächsten Update, ab dem nächsten Reset ist das dann sozusagen Geschichte. Dann habe ich auf jeden Fall wahrscheinlich den Bonus von maximal 2 und werde schon hier in den Minusbereich kommen. Mal gucken, wo die Trefferchests dann landen, weil dann kann ich ja da auch anfangen, deutlich weiter anzuheben. Und so pushen sich die Boni aus meiner Sicht gegenseitig. Auch die Prima-Chance dürfte dann ziemlich bald nahe 100 liegen, sobald ich hier jetzt noch 10, 20 Level draufgehauen habe. Soweit lasse ich ihn dann jetzt mal alleine weiterlaufen und so viel für heute von Clicker Heroes und auf zum nächsten Mal.